wird Zeit für etwas sehr Wichtiges. Oh Gott, gute Nacht. Violet, es ist soweit. Lass uns doch mal alle eine Runde Mau Mau spielen. Welches Spiel spielen wir heute, Lou? Krieg. Das älteste Spiel, das es gibt. Es wird von Mensch und Tier gespielt. Okay. Das einzige Spiel, was zählt. Kennt ihr das? Das kenne ich nicht. Also kennt ihr das Kartenspiel? Kartenspiel für weniger Leute. Keine Angst, du lernst es schon beim Spielen. Aha. Es ist simpel. Jeder bekommt einen Stapel Karten, jeder dreht eine um, die höchste Karte siegt. Und der Sieger darf Claire meine Frage stellen. Was? Ich will euch kennenlernen. Wir alle wollen es. Und wenn ich gewinne? Dann kannst du uns was fragen. Das ist fair. Moment, was ist mit AJ? Hm. Er hat wohl einen Freund gefunden. Ja, mit Tender? Ja. Komm schon, für eine Runde kannst du mal die Augen von Gott, ihm abwenden. Eine kleine das? Pause schadet euch beiden sicher nicht. Ja, vielleicht. Er hatte nie jemanden in seinem Alter. Lass mal eine Runde Karten zocken. Er musste erwachsen werden, bevor er Kind sein konnte. Gut, dass er sich wieder wie ein Junge benehmen kann. Louis, legst du los? Was war das, eine 7? Oh, was ist das? Was war das, eine Dame? Eine 5. Eine 3. Okay, Marvin hat verloren. Gut gemacht. Wegen AJ. Wo sind AJs Eltern? Ihr zwei seht nicht verwandt aus. Was ist passiert? Sie sind tot. Sie sind tot. Ja, da braucht Sie man wirklich nicht rumeiern. Leute. Meistens. Das ergibt Sinn. Er ist ja auch gut. Meistens. Oh, König. Schön. Jawohl. Hey, ich hab gewonnen. Yeah. Hey, stimmt. Also, was willst du wissen? So, was wollen wir wissen? Eine schlimmste erlebte Verletzung? Habt ihr jemanden Berühmtes getroffen? Das ekligste, was ihr je gegessen habt? Malhorts Frisur! Schlimmste Verletzung, die ihr gesehen habt. Ein Beißer, der so hart getroffen wurde, dass seine Augen rausgeflogen sind. Ziemlich cool. Jemanden, dessen Gedärme ganz raushing. Wirklich ganz. Sie sind wirklich lang. Wir haben viele Gedärme. Eklig. Ja, ich glaube, wir sind nicht mit Fragen stellen dran. Oh yeah! Los, raus damit. Also, hattest du mal einen Freund? Das gefällt mir überhaupt nicht, in was diese Richtung jetzt geht. Ich hab's vorhin schon bei Marlon gesagt, ich saß jetzt auch bei ihm. Wie, Luis? Also, hier. Was ist das? Schlag den aus dem Kopf, Freund. Vorbei, aus Ende. Oh, du meine Güte. Was? Es kommt vor. Es ist eine gute Frage. Du kannst mich fragen, ob ich eine Freundin hatte. Liebes, was für Idioten. Ich hatte noch keine. Da war mal ein Junge. Ja. Ah, das hätte sie ganz sicher nicht erwartet. Da war mal ein Junge. Und? Und wir waren Freunde. Nur Freunde? Nur Freunde. Na, es gab schon einen Kuss. Ganz platonisch? Er war nicht so. Ich weiß nicht, was es war. Aber ich hatte Gefühle für ihn. Vielleicht nicht wirklich Liebe, aber etwas. Ah, gewonnen. Moment. Also. Das war doch gerade eine astreine 7, was sich plötzlich in König verwandelt hat. Du kannst nicht immer allein gewesen sein. Wer hat sich um dich gekümmert? Familie? Oh, wer anders? Lee war der Erste, der mir gezeigt hat, wie man überlebt. Was hat er dir beigebracht? Viele alles. Sachen. Was war das? Einfach alles. Wie man loslässt, wie man schießt. Er ist nicht mehr da, es ist egal. Ach Gott, wie man loslässt, ist das auch. Wie man sich verabschiedet. Und die Stimmung ist im Keller. Oh. Wieder gewonnen. Sehr schön. Stimmt, hast du. So, jetzt schieß ist mal los. Die Frisur-Thema. Habt ihr jemand Berühmtes getroffen? Okay. Was soll deine Frisur malen? Oh je. Was meinst du denn? Sie meint, sie sieht aus wie eine tote Katze. Riecht wahrscheinlich auch so. Ich sehe cool aus. Wenn du meinst. Ich sagte, ich sehe cool aus.
Ich sehe richtig cool aus. Okay. Ja, Mann, du siehst cool aus. Eine 2. Mm. Violet gewinnt. Hm. Hier ist eine Frage, die ich immer gerne in die Runde werfe. Okay. Was meint ihr? Wer von uns vier wird zuerst sterben? Das ist echt daneben. Weiß ich doch. Los, zweifellos. 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 Was? Ja, er hat die Frage nicht beantwortet, richtig. Das hätte ich auch gesagt. Ich bin der beste Kartenspieler aller Zeiten. Stell deine verdammte Frage. Musstest du... Ach, schon gut. Was? Frag schon. Es ist keine angenehme Frage. Los, frag. Ob wir schon mal einen Menschen töten mussten? Musstest du schon mal jemanden töten, den du geliebt hast? Louis. Hey, sie wollte, dass ich frage. Naja, wir haben Lee nicht getötet. Mein Freund Kenny. Was ist passiert? Also, wie kam es dazu? Sein Herz war gebrochen und wurde nie geheilt. Glaub mir, ich habe ihm einen Gefallen getan. Das war wirklich das war das übelste Ding in dieser ganzen Spielereihe. Ja, das ist wahrscheinlich besser so. So, ist ja ein Newt Alone Spiel. Du wolltest, dass ich frage. Ganz toll. AJ, gehen wir. Gute Nacht. Nacht, AJ. Oh, guck mal. Also er kann doch sprechen. Dachte erst mal, man sagt doch Rosi da auch gute Nacht. Langer Tag, was? Ja, echt lang. Ich hoffe, du weißt, dass Louis es nicht böse meinte. Er ist nur der weltgrößte Idiot. Er ist mein bester Freund, ich darf das sagen. Entspannt euch. Schlaft. Und fühlt euch wieder wie Menschen. Kommt morgen früh zu mir. Wir können darüber reden, ob ihr länger bleibt. Wir dürfen bleiben? Wir können darüber reden. Also es verspricht ja schon erstmal eine interessante Gemeinschaft zu sein irgendwie. Ich bin auch der Meinung, dass man so erstmal größtenteils allen vertrauen kann. Also auf jeden Fall habe ich jetzt nicht irgendwelche Zweifel an einer bestimmten Person oder so. Aber es ist natürlich ärgste Mangelwirtschaft hier. Also muss mal gucken. Essen ist hier echt ein knapper Thema. Das Fenster wirkt echt sicher. Stimmt. Vergittert ist immer gut. Gut. Genauso wie die Betten ohne Matratze. Hm. In dem Kasten sind so viele Farben. Hier muss wohl ein Künstler gelebt haben. Was ist ein Künstler? Hm. Das ist eine Person, die viele Sachen ausmalt, zeichnet, Bilder malt. Meinst du wie Ten? Ja, wie Ten. Vielleicht ist es ja auch Tens Zimmer. Ich male auch gern Bilder. Oh, Mist. Klopfen? Ich wusste nicht, dass ihr hier seid. Ja, Ich wollte nur etwas holen, aus dem Schrank. Ach so, wir teilen uns das Zimmer. Ach, sie ist die Künstlerin. Wo zum Teufel ist er? Der grüne Stift, hier vorne. Was? Den hatte ich gesucht. Er hat Sophie gehört. Tens Schwester. Er wollte mehr Materialien zum Zeichnen, deshalb... Oh, sorry, das wussten wir nicht. Nein, passt schon. Mach dir deshalb keine Gedanken. Wirklich. Der stand hier schon seit einem Jahr rum und niemand hat ihn angefasst. Wenn AJ damit spielen will, ist das okay. Wenn du Bangs, behalte ihn. Stell ihn lieber zurück. Du solltest den Kasten lieber zurückstellen. Er gehört uns nicht. Danke, Kleiner. Ten wollte ihn bloß, weil er seiner Schwester gehört hat. Schon. Möchte mal kurz anmerken, ja, in dieser hochemotionalen Szene, ja, der Chat schreibt, darf ich mal kurz anmerken, dass die Stiefel von denen absolut großartig aussehen. Kein weiterer Kommentar dazu. Okay. Du kannst deine Zeichnung beenden. Ist kein Problem. Oh, danke schön. Wir nehmen auch nur grün. Nee, oder rot. Viel Rot. Wie ich sehe, lebt ihr euch ein.
Ja, ist das okay? Und da steht einfach der Rucksack an ihr. Oh, ihr lebt euch ein. Schön, ihr habt euch schon eingerichtet. Dieses Zimmer mochte ich schon immer. Sophie hatte Gemälde und solches Zeug an den Wänden. Jede Menge Farbe. Und Minerva? Sie war echt musikalisch. Aber nicht wie Louis. Sie war wirklich talentiert. Gott sei Dank. Sie hatte eine unglaubliche Stimme. Eine echte Blues-Stimme. Marlon hat gewitzelt, dass er eine Gitarre finden und sie beide zusammen durchs Land touren würden. Das ist lange her. Mhm. Hinterher haben Brody und Ten die ganzen Gemälde entfernt. Und damit war es zu Ende. Ich hätte es gar nicht erwähnen sollen. Es ist keine gute Erinnerung. Wo war ich stehen geblieben? Macht das jetzt was aus, dass sie hier sind? Sie waren sicher toll. Sie waren sicher tolle Freundinnen. Ja, Sophie war eine gute Freundin. Und Minnie? Wir standen uns nah. Sie und ich. Was ist mit ihnen geschehen? Mit Sophie und Minerva? Sie waren mit Marlon und Brody Essen suchen und haben die sichere Zone verlassen. Kamen nicht wieder. Kommt vor. Aber es heißt noch nicht, dass sie tot sind. Ehrlich gesagt fehlt es mir, jemanden zum Reden zu haben. Hier sind so viele Kerle. Manchmal ist hier einfach zu viel Testosteron in der Luft. Naja, so viele Kerle sind jetzt, sind doch ein paar Mädels da. Ich bin nicht gerade der gesellige Typ. Verstehst du? Manchmal habe ich so eine Art. Ach, du bist ziemlich cool. Ich bin dann etwas schroff. Du warst etwas. Ja. Du wirkst nett. Ich fand dich ziemlich cool. Ach ja? Danke. Gerne. Du warst auch ziemlich cool. Da draußen mit den Beißern. Ja, ich weiß. Hey Clem, jetzt bin ich ein Künstler. Ja, bist du. Bist du, mein Kleiner. Zeig mal. Das kommt definitiv an den Kühlschrank. Super, Kleiner. Oh, schön. Und geschrieben hat er Ofert. Schön. Na los, häng's an die Wand. Ich sollte gehen. Hm. Danke nochmal für den Kasten. Du bist ziemlich cool, AJ. Bis dann. Ja, bis dann. Ah, ist schon echt schwierig irgendwie. Also, die wirkt halt schon wirklich echt gebrochen. So, Alvin Jr., Zeit fürs Bett. Okay, hier. Vorklemmen. Für mich? Für die Wand, damit wir uns wie zu Hause fühlen. Das ist eine gute Idee, AJ. Er hat sich Mühe gegeben. Schön. Finde ich gut. So, okay. Und das ist der einzige Platz. Dann ran damit. Wie wäre es hier? Einfach den Pin in die Wand gepresst. In der ganzen Welt finden sich Sammelobjekte, mit denen du dein Zimmer gestalten kannst. Ah, wir können unser Zimmer pimpen. AJ? Wo ist er hin? Ah, unter Bett gelegt. Hey, was machst du? Ich werde hier schlafen. Was? Nein, vergiss es. Hier unten ist es sicher. Hier erwischt mich niemand. Das Bett komm, ist AJ, komm. Das Bett ist viel besser. Sag mal, meistens so von Bett Leuten. Das ist ja so bequem. Die aus dem Krieg wiederkommen, ne? Das ist auch ganz oft irgendwie, dass sie halt nicht im Bett schlafen, sondern halt. Wenn neben man versucht, dem Bett. Uns weh zu tun. Niemand wenn man versucht, uns zu beklauen. Ich halte Wache. Wenn nötig, schlafe ich mit einem offenen Auge. Das geht nicht. Ich hab's versucht. Wenn ich hier bleibe, findet mich keiner und ich kann auf dich aufpassen. Ich kann uns beschützen. Was ist los mit dir? Tja, Angst. Bitte, Clem. Hier unten ist es okay. Bitte gib dem Bett eine Chance. Ich komme klar, versprochen. AJ, hör zu. Es wird nichts passieren. Bitte gib dem Bett eine Chance. Es ist weich und warm. Ich glaube, du wirst es echt mögen. Na komm, AJ. Probier's. Kleiner Mann. Ab in die Betten. Nachti. Los. Aha, na guck mal. Dieses Bett ist echt weich. Klang jetzt nicht so, aber okay. Es ist echt richtig weich. Mhm. Gute Nacht, AJ. Clem? Hm? Es ist schön hier. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nicht schön bleiben wird.
Ich glaube, hier läuft schon wieder. Das soll Spaß sein. Er lässt uns hier bleiben, Tom. Oder? Aber Centurio. Wir werden es wohl herausfinden. Suchen wir sein Büro. Ich weiß, wo es ist. Ich zeig's dir. Hier hoch. Komm, Clem. Hier entlang. Hey, AJ. Warte. Ken ist hier. Hey, Clem. Also, mit dem Klavier danke ist schon ein bisschen Stifte. Nervend. Wieder Farbe. Das ist wirklich nervend, wie du hast. Kein Ding. Die normale Musik, die läuft, und du hast so diese Klimper dazu. Das sind Feuerwehrleute. Aha. Der da ist ein Polizist. Sie ist eine Heldin. Aber wer sind sie? Das waren die Leute, die uns beschützt haben. Wo sind sie? Ah, ich glaube, die sind tot. Ich habe noch keinen gesehen. Du weißt, was passiert ist. Und schon lange tot. Du weißt, was mit ihnen passiert Nein, ist. Nein, ich hätte doch sagen können, irgendwann triffst du einen. Waren nicht stark genug. Nein, das stimmt nicht. Sie waren total stark. Jetzt gib ihn mir wieder. Nein, das ist jetzt meine. Hey, gib ihn zurück. Nein. Du weißt nicht mal, was sie sind. Okay, okay. Hört auf, ihr zwei. Er gehört dir nicht mehr. Meiner. Nein. Nix deiner. Der nicht. Aus Wengen. Okay. Danke. Weißt du, wo Marlin ist? Keine Ahnung. Er muss hier irgendwo sein. Ich kann ihn suchen. Das wäre nett. Danke, Ten. Ja, warum er so verbrannt ist, wissen wir tatsächlich auch noch nicht. Es wird wahrscheinlich irgendwas passiert sein. Schau mal. Irgendwas schon mit. Ich tippe hey, mal auf was Feuer. Hast du gefunden? Ein Bild von Marlin und Luis. Sie sind so klein. Wow, die beiden kennen sich wohl schon richtig lang. Marlin? Oh, Rosi! Ach, Schmusepesel, komm, hör auf. Oh, komm, mach ruhig, mach ruhig. Weg. Okay, wir können nur zurücklaufen. Wir können nicht weiter nach vorne laufen. Ja, zurückweichen ist ja so nicht die beste Variante. Was ist hier? Hey, schon gut, Süße. Schon gut. Stimmt ja, Hunde wecken in dir schlechte Erinnerungen. Tut mir leid. Mir war nicht klar, dass du solche Angst vor ihnen hast. Aber ich verspreche dir, Rosie ist halb so wild, wie sie wird. Rosie, sitz. Siehst du? Ganz harmlos. Sie will dich nur kennenlernen. Das ist ja, die sehen halt auch durch die Ohren so fies aus, oder? Irgendwie. Hier, ich zeig's dir. Vertraust du mir? Rosie. Na gut. Ja, wir müssen uns jetzt mal überwinden. Los, komm. Geh mit ihr auf Augenhöhe und lass sie an dir schnuppern. Ist schon gut. Sie wird dir nichts tun. Siehst du? Jetzt pfeif und befiehl ihr, Platz zu machen. Platz, Rosie. Das wird wahrscheinlich eine musikalisch schöne untermalte Szene sein, aber wir haben diese bekannte Piano, was die ganze Zeit klimpert, diese so Spur, die cool. einfach losläuft und nicht mehr aufhört. Hört ihr auf? Ja, das Warum? Wieso spielen? Ziemlich Wieso? Cool. Ab jetzt wird Rosie dich erkennen. Sie ist extrem gut ausgebildet. Sie war der Hund vom Direktor, als das hier noch eine Schule war. So, hat aber sich aber wahrscheinlich Respekt damit verschafft. Die anderen Erwachsenen auch haben uns hier uns selbst überlassen. Na toll. Wow, wie mies. Untertreibung des Jahrhunderts. Jetzt sind nur noch wir Kinder hier. Und ich fände es schön, wenn AJ und du bleiben würdet. Cool. Ihr zwei seid extrem fähig und das brauchen wir. Hier. Das ist unser aktueller Plan, Nahrung zu beschaffen. Ich hab doch mal was gemalt. Okay. Uns gehen die Vorräte aus. Es wird immer schwieriger für alle in der Schule Essen zu finden. Das heißt, wo müssen wir hin? Jagdgebiet? Was haben wir denn noch? Betrachter das Gewächshaus. Okay, der Wald, Straße, der Fluss und der Bahnhof. Beim Bahnhof waren wir. Da sind leider alle Vorräte in die Luft gesprengt worden durch Granate. Okay, Jagdgebiet.
Ich gehe mal von aus, dass das Jagdgebiet ja... Achso, das ist die komplette Sicherheitszone. Ah, verstehe. Okay. Was ist das Fallengebiet? Mehr oder weniger unser Jagdrevier. Louis hat ein paar Fallen ausgelegt, um Tiere zu fangen. Er und Asim sind heute mit Nachsehen dran. Ja, dann ist ja tatsächlich bloß der Bahnhof außerhalb dieses Was Gebietes. Ist da draußen? Wenn die schon gesagt haben, dass sie alles abgegrast haben. Wir haben ein Lager. Schwierig. Hier, direkt am Flussufer. Es ist meist recht sicher. Kommen nur ab und zu ein, zwei Beißer vorbei. Bay und Brody müssten eigentlich demnächst dahin gehen. Okay, die Straße? Das ist die einzige Straße, die nach Erickson führt. Wenn man sich verlässt, kommt man irgendwann im Tal heraus. Früher hatten wir Wegweiser, die zur Schule geführt haben. Aber ich habe sie entfernt. Ich wollte, dass wir schwer zu finden sind. Drück mal ganz kurz Pause in der Hoffnung, dass ich jetzt ins Spiel wieder reingehe und diese nervige Klimper aufhört. Also es tut mir wirklich leid irgendwie, aber ich kann es halt nicht ändern. Ne? Irgendwie hat sich das Spiel da verschluckt und spielt jetzt immer wieder diesen Loop ab, wenn wir irgendwie in diesem Hauptverwaltungsgebäude sind. Also, Daumen drücken. Nein. Ist immer noch da. Und ich finde nichts nervender, als wenn zwei Musiken übereinander laufen. Mir war gar nicht klar, wie tief im Wald wir hier sind. Auf die Art konnten wir lange Zeit unerwünschte Aufmerksamkeit entgehen. Größtenteils, jedenfalls. Okay, und Gewächshaus. Ein Gewächshaus. Naja, warte lieber nicht zu viel. Wir haben uns gut darum gekümmert, haben jede Menge Gemüse angepflanzt. Schön. Aber es ist zugewuchert und wir mussten es aufgeben. Wir halten uns jetzt davon fern. Ich denke, die haben sich drum gekümmert. Wie kann denn der zuwuchern? So, Bahnhof. Das ist der Verstehe Bahnhof. Hier nur Bahnhof. Unter den Bodendielen war ein riesiges Essensversteck. Wo ihr den Unfall gebaut habt? Den Ort sollten wir wohl vergessen. Von dort ist eine Menge Rauch aufgestiegen, als wir euch gefunden haben. Der Lärm, den ihr gemacht habt, hat zu viele Beißer angelockt. Eins noch. Siehst du die roten Linien? Ja. Alles innerhalb ist die Sicherheitszone. Sie wird mit den Jahren immer kleiner. Nahrung wird daher knapper. Warum geht ihr nicht raus? Geht nicht. Sobald jemand die Zone verlässt, passiert irgendwas Schlimmes. Leute sterben oder verschwinden. Es ist halt schwierig. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Er muss halt den Spagat hinkriegen, ne? Es ist nicht leicht, sich um diese Kids die Mäuler zu kümmern. Stopfen, also die Mäuler. Wenn mir nicht bald etwas einfällt. Die Mägen stopfen und du musst aber dafür sorgen, dass deine Leute halt auch nicht mehr sterben. Wir haben schon so viel verloren, Freunde. Das werden wir nicht zulassen. Geschwister, es darf keiner mehr sterben. Ich weiß, es ist von... Das wäre unser Ende. Ja. Wir werden das nicht zulassen. Knapp. Versprochen. Knapp. Wir haben nicht viel Zeit für eine Entscheidung gemacht. Danke, Clementine. Gerne. Von ganzem Herzen, wirklich. Alle verlassen sich auf mich. Darauf, dass ich der Anführer bin, den sie brauchen. Und der will ich auch sein. Mit dir und AJ sind es zwei hungrige Mäuler mehr. Aber ihr könnt mir helfen, den Rest zu ernähren. Also, was brauchst du von uns? Louis und Asim machen sich auf dem Weg zum Jagdgebiet, um Kaninchen zu suchen. Tja, Asim zumindest. Louis, ehrlich gesagt, hoffe ich, dass er überhaupt auftaucht. Violet und Brody gehen flussaufwärts zum Speerfischen. Hoffentlich vertragen sich die zwei, um auch tatsächlich was zu fangen. Okay. Beide Teams könnten Verstärkung gebrauchen. Aha. Dann würde ich sagen, wir gehen mal zum alten Schuppen. Weil Asim und Louis... Ihm wir auf den Sack. Wir gehen fischen. Gehen zum okay. Fischen. Let's go fishing. Nimm das hier. Wie ein Dredge. Damit du dich nicht verirrst. Plop. Danke. Es müssen alle mithelfen, wenn wir noch mehr Nahrung finden wollen. Denk Ganz nur schön groß. Daran, in der Sicherheitszone zu bleiben. Ihr sollt alle heil nach Hause kommen. Heißt das, wir dürfen bleiben? Was? Dachtest du, wir schmeißen euch raus? Vielleicht. Tja, solange wir genug zu essen haben, seid ihr beide willkommen. Okay, mein lieber Mod, schreibt mir gerade, laut Internet ist das ein bekannter Bug Na mit los, dem Klavier. AJ. In der Definitiv Edition. Alles Und wir klar. haben die Definitiv Edition im Koffer, das dudelt jetzt nicht die ganze Zeit. Sondern nur immer, wenn wir im Objekt hier drin sind. Können wir nicht Rosi mitnehmen? Schlusepesel. Komm mit. Gucci, Gucci, go. Ich hab mir gedacht, ich wünschte, wir könnten einen Roadtrip zusammen machen. Einen Roadtrip? Wieso? Ist ja nicht so, als ob es noch was zu sehen gäbe. Ach komm schon, es gibt bestimmt jede Menge zu sehen. Vielleicht kann uns Clem herumführen. Du kannst dein Auto zum Laufen bringen.
Und du kannst es auch fahren. So lala. Komm schon, Vi. Ich liebe die offene Straße. Aber ich würde es gern lernen. Das klingt nett. Ich liebe die offene Straße. Ich würde euch gerne herumführen. Solange du nicht diejenige bist, die fährt. Gehen wir zum Auto? Nein, es ist kaputt. Gut, das Auto hat genervt. Ich wünschte, die alte Rostlaube würde noch funktionieren. Dann könnten wir einfach losfahren. Wir könnten uns abwechseln, wer hinten sitzt. Es wäre wie eins dieser Autos, bei denen man das Dach runtermachen kann. So leicht romantisierte Vorstellung, ne? Alle. Trotzdem, man darf ja noch träumen, oder? Ja. Wo würdest du hinfahren, Clem? Wenn du fahren könntest, wohin du wolltest. Wenn Benzin kein Problem wäre. Durch das Herz einer Stadt, die Küste runter. Kurve Bergstraße entlang. Ich bin so ein Meertyp. Ich sag Küste runter. Ich würde die Küste runterfahren. Vielleicht am Strand parken und schwimmen gehen. Das wäre der absolute Traum. Jeden Tag in der Sonne verbringen. Und dann an Hautkrebs sterben. Super. Sterben muss eh jeder. Ich wähle lieber Hautkrebs, statt mich in einen Beißer zu verwandeln. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Kenne quasi jeden verdammten Quadratzentimeter Wald. Ich wünschte, es wäre anders. Tagträumerei bringt doch nichts. Auf uns wartet jede Menge Arbeit. Ja, ich glaube, wir sollten uns mal an diese Fische machen. So können wir jetzt fischen? Wir haben Speere im Schuppen. Finden. Kommt. Geht schon mal vor. Da seht mich ganz deutlich verkacken. Also. Ich weiß ja nicht, hat Elan von euch schon mal mit Speeren, also mit Speeren gefischt? Also irgendwo nie. Wo sind die Speere? Du, wegen Vi. Tut mir leid, dass sie so fies ist. Es ist meine Schuld. Was meinst du? Ich war dabei, als die Beißer Sophie und Minnie getötet haben. Sie und Vi waren gut befreundet und ich glaube, sie gibt mir die Schuld an ihrem Tod. Aber wie kann man sich für sowas Krankes überhaupt entschuldigen? Du sollst mit ihr reden. Vielleicht habe ich es verdient. Du solltest mit ihr darüber reden. Sie hört dir sicher zu. Ja, sicher. Ich habe es versucht, wirklich. Der Zeitpunkt war immer schlecht. Wir waren alle befreundet. Ich vermisse das einfach. Aber als du aufgetaucht bist, keine Ahnung, sie war schon lange nicht mehr freundlich zu irgendjemandem. Da sind doch die Speere. Das ist direkt in der Tür. Wo sind die Speere? Niemand findet die Speere. Wo sind sie nur? Ich frag zwar nicht gerne, aber glaubst du, du könntest mit ihr reden? Fragen, was sie denkt über mich? Es macht mich langsam fertig. Ja, okay. Kein Ding, Brody. Ich kann mit ihr reden. Wirklich? Das wäre toll. Verlass dich auf Danke, mich. Danke, Clementine. Ich schau mir mal unsere Fischfallen flussabwärts an. Oh Mann, ich wollte auch einen Speer haben. Was treibt ihr da drin so lange? Siehst du? Ich bring den zu Vi. Hier müssten noch ein paar andere. Vor allem, was sind denn das eigentlich für fette Knochen? Das sind doch unmöglich irgendwie Unterschenkelknochen. Also, das ist doch größer als drinner Knochen oder was? Finde ein. Kneipe! Blackwall, Kneipe! schön. Die geht jetzt hier nicht mit drei Speeren raus. Ich muss mir jetzt einen eigenen Speer suchen hier in der Gammelburze hier. Ist doch. Ach Mann. Da, das ist mein Speer. Meiner, ganz alleine. So, gib her das Ding. So, greif nach dem Speer. Gute Reichweite. Cool. Und spitz. Lust, fischen zu gehen? Ja. Okay, gehen wir. Let's go. Let's go fishing. Ja, so wäre ich. Nur, dass ich den Speer noch hinterher geworfen hätte und der wäre weg. Ich störe doch nicht. Nee. Hey, schau dir mal die Viecher da drüben an. Sie schwimmen gegen den Strom. Merken wohl nicht, dass sie damit leichte Beute sind. Ich will's probieren. Nimm den Speer. Auf zum Leichen. So, pass auf, nachher ist AJ hier der totale Angler-Talent. Versuch's ruhig mal. Sie laufen nicht weg. Ist tatsächlich echt schwer, wa? Irgendwie durch die... Ich weiß ja nicht, wie heißt das? Paraphrase oder was? So. Glück gehabt? Ich habe etwas.
Gut genug, finde ich. Habe etwas. Eine leckere Mahlzeit. Sehr schön. So, das wiederholen wir jetzt noch 800 Mal. Dann fahren wir zum Fischhändler und verkaufen alles. Tut mir leid, dass ich gestern Abend so komisch war. Vielleicht ist eine Mutation dabei. Im Zimmer und so. Dass jemand anderes dort drin war, hat mich härter getroffen als gedacht. Dass ich jetzt immer noch so sentimental bin. Ich verstehe dich. War nett mit dir zu reden. Ja, war nett mit dir zu reden. Ich habe es nicht böse gemeint. Ich verstehe. Verstehe schon. Ich vermisse auch ein paar Leute. Es wird nicht wirklich einfacher. Nee, wird's wirklich nicht. So, na denn, Fischi, Fischi? Fischi? Da. Ja, scheine ein Talent für Fischen zu haben. Die Beute sieht nicht gut aus. Ja, okay. Gott. Also, ich hab hier schon zwei Fische rausgeholt. Weiß nicht. Ja, ich merk's. Mich spuckt dich ein bisschen an die Pieks von ihr, ne? Ja nicht. Aber? Ich mein, ich wünschte, wir das glaubt sie aber. Nicht schlimm, denn doch. Du bist ziemlich fies zu ihr. So. Sie glaubt definitiv, dass du sie hast. Okay. Keine angestaute Aggression. Alles gut. Gegen die Borner Jäger. Nicht. Sie haben wohl dazugelernt. Vielleicht hatte Brody mehr Glück mit den Fallen. Also, ich finde, wir haben das ziemlich gut gemacht. Ich hab einen. Jedi Steve. Clem, ich hab was. Schön. Hey, toll. Ja, die macht mal mit mir. Flup. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Mit Brody. Ich weiß nicht, wieso es so ist. Warum ist es so seltsam? Sie macht mich ständig nervös. Du gibst ihr die Schuld, weil du es seltsam machst. Weil du ihr die Schuld dafür gibst, was mit den Zwillingen war. Naja, das habe ich auch gedacht. Vielleicht wäre ja alles anders gelaufen, wenn ich dabei gewesen wäre. Vielleicht hätte ich Sophie beschützen können. Und ja, ich glaube, das sind so Gedanken, die sollte man nicht haben. Irgendwie ist sie für nur in Sackgassen. Weißt du, sie will darüber reden. Ich fühle mich einfach schuldig. Warum? Ich hätte an dem Tag bei den Zwillingen sein sollen. Ich wollte im Gewächshaus arbeiten. Daher habe ich Brody gebeten, für mich einzuspringen. Aber ja, das ist, hättest du auch nicht machen können. Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Ich wollte ja mit Brody reden. Ihr sagen, dass ich ihr keine Schuld gebe. Aber dann musste ich immer daran denken, wen wir verloren haben. Es war einfacher, nicht darüber zu reden. Ja, aber sie kann ja auch nichts dafür. Du bestrafst sie doch deswegen. Wir sollten gehen. Habt ihr Fische gefangen? Ein paar, aber nicht viele. Ich hab nichts erwischt. Wir sollten Louis und Asim suchen. Also ich finde schon, dass wir eine Menge gefangen haben. Der Grand Canyon. Was? Zum Grand Canyon. Da würde ich hinfahren. Würde mich auch tatsächlich an Amerika mal interessieren. Einfach der Grand Canyon. Losfahren, bis wir beim Grand Canyon wären. Ja, also so das Sachen, cool. Also tatsächlich so New York oder so würde mich gar nicht reizen oder so, aber wirklich so Naturmonumente wie Grand Canyon, irgendwie Yellowstone, sowas, würde ich schon geil finden. Kommt ihr Trödler mal? Ja, wir sind direkt hinter dir. So, das läuft alles relativ easy going gerade irgendwie. Ich erwarte eigentlich jeden Augenblick jetzt den übelsten emotionalen Magenschlag irgendwie, weil irgendwas plötzlich passiert. Und das wird passieren, da bin ich mir ziemlich sicher. Läuft alles noch relativ verdiegen irgendwie für... Oh, Moment, was ist das? It's a trap. It's a trap. Wo sind die Kerle hin? Üben die rumknutschen mit einem zahnlosen Beißer? Igitt. Ich weiß. Armer Beißer. Was zur Hölle? Na bitte. Jetzt geht's los. Was? Gehört das nicht so? Das war Sabotage.